Also alles Gute auch nochmal von uns an dieser Stelle. Und nun wird es narrisch bei uns. Der OCC, der Oschatzer Karnevalsclub, hat etwas, was sonst wohl kaum ein anderer Faschingsverein bieten kann. Eine eigene Eisenbahn. Die Döllnitzbahn, oder besser bekannt als der Wilde Robert. Nach einer grandiosen Premiere vergangenes Jahr ging es heute wieder auf Tour. Und die Resonanz dieses Faschingsumzugs übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. Auch wenn sich diese Damen und Herren Sonntag früh auf dem Bahnhof einfinden, so richtig weg wollen sie gar nicht. Sie sind eigentlich schon da. Trotzdem geht es fast pünktlich 11 Uhr vom Oschatzer Hauptbahnhof los. Das Ziel, der Südbahnhof, ebenfalls in Oschatz. Das ist mal was anderes. Da ist nicht mal so sehr die Fahrt und das Sehen nach links und rechts, sondern einfach der Spaß an der Sache. Und da soll jeder sich selbst einbringen oder dort sich engagieren, wo er der Meinung ist, dass er hinpasst. In den Zugabteilen geht es rund. 8 Waggons bis unter die Decke voll mit Narren. Mit dem Wilden Robert quer durchs sächsische Heideland. Nächste Station, das 5 Kilometer entfernte Nauendorf. Wenn man von der Gegend ist, der Zug, da gehört zur Tradition. Ah, das ist toll. Es ist mal was anderes. Das hat man nicht jeden Tag. Das Besondere ist, dass wir alle im Zug sitzen, gemeinsam feiern, nicht auf der Straße. Es ist mit den Kindern alles zusammen top. Ich finde es ganz toll hier. Auch für die Kinder, macht ganz viel Spaß. Ne? Jetzt muss ich mich um das Kind kümmern hier. Viermal hält der Sonderzug und jedes Mal wartet draußen schon ein neues Programm. Närrinnen aus Dahlen, Nauendorf und Mügeln zeigen, was sie so drauf haben. Wir versuchen natürlich, die Gemeinden, die an der Bahn liegen, mit hier ranzuführen an das Programm, an unser Anliegen des Faschings. Und ich denke mal, das ist uns nach zweimaliger Fahrt, man kann jetzt durchaus sagen, schön positiv gelungen. Nach 3 Stunden geht's zurück nach Oschatz. Und sie haben was erlebt an diesem Tag, auch wenn sie nicht wirklich weit gekommen sind.